Ja, wir werden jetzt mal hier eine schöne Straße bauen nochmal. Jetzt am Schluss der Aufnahme. Bauen wir immer so einen kleinen Kreisel hin. Und werden dann mal von hier aus die eine Buslinie darüber verlängern. So, wo ist sie denn da? Jetzt müssen wir über die Autobahn. So, dann bauen wir hier wieder so eine Fußgängerüberweg. Das wird also relativ easy, glaube ich. Ne, sagt man so. Dann ist es da halt doch nicht so easy. Mal gucken. Also, wo war das jetzt? Hier bei den... Da war das. Da sind sie. Mal so rüber und hier auch noch mal. Gefälle zu steil. Ja, es wird hier runter auch noch steiler werden, mein Lieber. Ach, Kinder. Dann machen wir das jetzt mal mit dem kosmischen Schwung. Entfernung zu gering. Na gut, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Fußweg. Der aber wirklich ziemlich... Der sieht ziemlich wüst aus. Nee, das wollen wir so nicht machen. Der sieht echt wüst aus. Lassen wir den doch einfach hier enden. Einfach hier oben. So sieht es besser aus als eben. Und hier werden wir dann das an der Bushaltestelle enden lassen. Jetzt müssen wir das Ganze noch als Einbahnstraße umdefinieren. Nicht wahr? Wie rum ist es denn jetzt? So rum. Ist natürlich verkehrt, denn wir wollten ja im Uhrzeigersinn. Ah, ich habe so oft gesagt, entgegen dem Uhrzeigersinn wäre das, aber das ist ja im Uhrzeigersinn. Es ist aber entgegen dem normalen Kreiselsinn, so, das meinte ich nämlich auch. Und dann werden wir jetzt mal einfach hier die Buslinie verlängern. Gucken wir mal, da haben wir uns also auch noch um die Busse gekümmert. Nee, da muss ich hier unten drauf klicken. Auf Busse, auf Stationen und dann schieben wir das mal hier rüber. Und zwar an diese Stelle. So, da haben wir jetzt diese dunkelgrüne Linie hier bis daraus verlängert. Mal gucken, wie das dann angenommen wird. Ob da auch Touristen mit verkehren, aber das ist auch erstmal egal. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das hier bis hierhin zu verlängern. So, haben wir Nacht? Nee, wir haben hellen Tag. Da kann ich mir jetzt mal hier das Ganze zum Schluss aus der Busperspektive angucken.
Und da fahren wir jetzt einfach mal. Ich mache einfach mal das Kästchen hier weg. So. Dann haben wir den störungsfreien Genuss. Die Buslinie, die hier zum Touristenviertel hinfährt. Hinführt. Wie viele Leute haben wir denn drin? Im Bus? Ja, jetzt hätte ich es ja doch nicht wegmachen sollen. Ach. Es hat ja schon Sinn und Zweck. Da ist der Bus. Der Bus hat gar keinen Inhalt im Moment. Weil die 80 Leute da hinten ausgestiegen sind. Ah, das ist schon ein imposantes... eine imposante Skyline. Ach ja, und Bäumchen muss ich hier noch anpflanzen. Immerhin zwei Leute, richtig mit Touristen-Outfit. Kann man die Touristen so erkennen? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Der eine sah doch aus wie so ein Tourist, ne? Kurze Hose, Sandalen. Wenn er Socken in den Sandalen hatte, ist es ein Deutscher, habe ich mal gelernt. Ist ja eines der Vorurteile, dass die Deutschen immer Sandalen in den Socken tragen. Ich mache das auch, ja. Ich finde das ganz normal eigentlich. Aber ist egal. Ich wollte gerade sagen, ein Flugzeug, aber das war nur ein Vogel. So, jetzt kommen wir gleich hier zu dieser Haltestelle. Mal gucken, da sollte ja dann der Bus... Vielleicht wird er ja voll. Ja, es stehen gut Leute da. Und er wird voll. Und wie weit fahren die Leute? Ich vermute mal bis zur U-Bahn-Station. Und dann steigen sie alle aus. Wieso habe ich eigentlich diesen Bus da zweimal halten lassen? Also bei zwei Runden, ja, einmal so, das ist schon klar. Aber so, der fährt jetzt... Da sind sie alle ausgestiegen. Jetzt ist keiner mehr drin. Doch, es sind 80 drin. Es sind 69 ausgestiegen, 69 eingestiegen. Und hier ist wahrscheinlich so, dass hier keiner mehr reinkommt, weil keiner aussteigt, oder? Doch, einer. Nee, es sind 63 ausgestiegen. Hallo? Sind jetzt 63 an der einen Haltestelle ausgestiegen und an der... Hinter der... Vorsicht, hier muss ich mal aufpassen mit den Lampen. Moment, wo fährt denn der Bus jetzt hin? Der Bus fährt, glaube ich, bis zur Siedlung rein, ne? Das kann sein, ja. Okay, das ist... Alles klar, wir wollten jetzt hier so ein paar Bäumchen hinmachen. Sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich hier keine Bäume gesetzt habe. Ist ja auch völlig okay. So, und dann machen wir nochmal so ein bisschen ein Freizeitgebiet hin. Hier ist jetzt Strand. Ah, gucken wir doch mal, wie das angenommen wird. Ob das überhaupt angenommen wird. Der Strand. Ja, es sind ein paar Leute da. Die haben auch richtig Touristen-Outfit tatsächlich. Mit dieser schönen... Ja, sie haben Sandalen mit Strümpfen. Das sind also Deutsche. Na gut, ist ja auch deutschsprachig. Ich weiß nicht, ob das englischsprachige Spiel dann ohne Strümpfe ist. Keine Ahnung. So, sie sitzen da sogar...
Die sitzen sogar hier im Liegestuhl. Ein bisschen seltsame Art, da zu sitzen. Eigentlich sollte man ja liegen. Aber das finde ich auch immer schön hier, wenn man so am Strand irgendwo sitzt und dann den Schiffen zuschaut auf dem Meer. Wie zum Beispiel der junge Mann hier. Der ist völlig interessiert an dem Schiffsverkehr da hinten. Völlig desinteressiert. Dreh dich mal um, da ist ein grünes Schiff und noch eins. Immerhin, die Frau guckt in die Richtung. Da sitzt noch ein Tourist. Wo ist er? Wo ist er? Eben war doch noch ein Tourist da. Hat er sich selber in die Jackentasche gesteckt, wahrscheinlich. So, das ist ja hier. Ach ja, das ist ja mein eigener Parkplatz, genau. Oder? Nee, das ist nicht mein Parkplatz, das ist der vom Strand. Quatsch. Da kommen sie angedackelt, die Touristen. Was ist los? Polizei. Gucken wir mal, wie das hier mit der Polizei ist. Geld haben wir ja genug. Da setzen wir doch mal hier so ein Polizeikommissariat hin. In der Hoffnung, dass dann. Ja, wunderbar. Da kam schon der Polizeiwagen der Lenane hier. So, wie sieht das inzwischen mit. Ihr seht, die Probleme der letzten Aufnahmen haben sich in Luft aufgelöst. Also die Volksgesundheit, sag ich mal, Bestattungswesen. Es gibt keine Toten mehr, die wurden alle abgeholt. Das Müllproblem ist auch keins mehr. Also die Leute, die sagen, er macht das lieber zentraler mit dem Müll. Es ist völlig egal, wo ich den Müll hinpacke. Ich muss nur genug Müllverbrennungsanlagen haben oder entsprechende andere Einrichtungen. Recyclinghöfe oder was auch immer. Und wenn ich genügend Müllverbrennungsanlagen habe, können die auch, sagen wir mal, auf der anderen Seite der Karte stehen. Das Problem wird dann natürlich, ist immer natürlich das, dass man vielleicht zu viel Verkehr hat, dass es Stau gibt. Das ist das Problem. Und wenn man keinen Stau hat,